Herzlich willkommen zu einem Short Review Review und einen Blick in meine Transformers Sammlung. In vergangenen Videos habe ich euch meine G1 Sammlung gezeigt, die ich ja 15 Jahre nicht ausgepackt hatte, und das waren mehrere Videos. Einfach hier ist es jetzt ein Link, da könnt ihr drauf klicken, dann seht ihr dieses wunderbare Auspacken, was echt mich in meine Kindheit zurückgeholt hat. Aber ich habe noch viel mehr. Also ich habe auch noch viel mehr gesammelt über die Zeit, und wenn ihr natürlich noch gleichzeitig meine Pickup-Videos guckt, seht ihr, dass ich ja auch immer noch wieder neue Sachen hinzubekomme. In den Jahren, wo kein G1 war, sind ja andere Serien erschienen von Transformers. Es begann mit Beast Wars, dann gab es später Cybertron, Energon, Armada, die Animated-Serie, die Michael Bay Kinofilme, und auch immer da habe ich mir Figuren gekauft. Das war manchmal wirklich, ich gebe ehrlich zu, aus Frust, weil ich wollte meine G1-Zeit zurückhaben. Das Feeling kam aber wirklich nie wirklich bei den Figuren über. Ich habe sie geguckt, die Serien und die Filme, finde sie okay. Finde auch, dass sie alles hat tolle Elemente in die Transformers-Welt neu gebracht. Ich mochte bei Armada dieses Minicon-System, was für mich eine Weiterführung der Micromaster war. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Figuren irgendwie auch anzugucken. Hab aber auch nie so viel Bezug zu den Figuren gehabt. Da habe ich auch, ich habe zwar, wie ihr werdet sehen, ich habe Figuren, habe ich gekauft, aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe keine einzige je ausgepackt. Deswegen werde ich hier Boxen zeigen. Die Kinofilme, war gleiche Sache. Ich war sehr begeistert auf eine Art, auf eine andere Art nicht. Aber Kritik will ich hier gar nicht äußern zu dem Film. Darum geht es hier auch gar nicht. Ich habe aber, weil ich Figuren von Transformers haben wollte, ich glaube, vom ersten Film habe ich damals alle Toys gehabt. Nie ausgepackt, aber ich habe alle gehabt. Mittlerweile nicht mehr. Ich habe mich von vielen doch da getrennt. Ich werde mich auch weiter trennen. Von dem, was ihr hier seht, das wird auch nicht in meiner Sammlung mehr bleiben. Ich möchte zurück zu G1, ein bisschen G2, ein bisschen die neuen Figuren, die mich an G1 erinnern. Also ich möchte da schon dieses Feeling wieder haben. Viele Kingdom-Figuren von Transformers War of Cybertron Kingdom haben mich wirklich erinnert an die Kindheit, weil die waren so cartoon-like gemacht. Ich habe euch gezeigt Cyclonus, dann Wheeljack und so weiter. Und dann gefällt mir sehr die Studio 86 Serie, die Figuren ausbringt aus dem klassischen Movie. Da kommen noch welche. Ich werde auch da zukünftig noch welche haben. Mir fehlt auch noch eine Figur, die Slag, den Dinobot. Gut, wird irgendwann noch kommen. Das, was ich euch jetzt zeige, ist auch schon etwas älter. Wir gucken uns das gemeinsam einfach an und sinnieren darüber. So, ich packe einfach aus. Es wird sicherlich noch weitere Videos geben. Ich habe noch sehr, sehr viel in Boxen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, man kann mich auch anschreiben. Diese Sachen hier werden wahrscheinlich alle zum Abgeben sein. Das heißt, ich werde die auch irgendwann verkaufen. Bin ganz ehrlich da. Muss ich sein. So, ich fange mit einer großen Figur an. Ich zeige sie euch. Das ist Mudflap. Es ist eine Wiederauflage, ich glaube, aus der Cybertron-Reihe von der im Rahmen des Movies. Hier sieht man auch noch, welche Movie-Figuren rausgekommen wären. Hier, wie er sich verwandelt. Auch eine sehr schöne Figur. Gut, gibt zu, vielleicht ein bisschen eingestaubt, der Karton. Weil er hat jetzt bei mir gelagert, wirklich nur. Bisschen haben sie sich, die nicht verformt. Das Problem ist eben, wenn ihr das genau seht, sie haben so eine echt komische Form und dann sind die halt ein bisschen gebogen. Aber es ist absolut ungeöffnet. Teilweise wurden die Armada und Energon Figuren neu aufgelegt in dieser Transformers The Movie Reihe hier unter Allspark Powers. Anders koloriert und teilweise auch umbenannt mit neuem Namen. So, deswegen kann ich auch nicht sagen, es kann auch sein, dass sie auch gewechselt haben zwischen Autobot und Decepticon. Da bin ich auch kein Experte, weil ich habe die Serie zwar verfolgt, aber wie soll ich sagen, ich bin da nicht so tief eingetaucht. So ist es dann manchmal. So, hier nochmal ein schöner Blick.
Das war Mudflap. Dann habe ich hier direkt aus der Cybertron-Serie Armorhide, ein Autobot. Ja, kann man gut sehen. Ihr seht, verpackt, ziert, nie ausgepackt. Eigentlich auch gar nicht so schlecht gemacht. Hier so das große Autobot-Logo im Hintergrund. Vorne. Das war ja so, dass die so eine kleine Funktion hatten, wenn man diesen, die haben so einen Schlüssel gehabt dabei. Und dann konnte man so eine Zusatzfunktion aktivieren. Hier ist es in dem Fall, dass man den Spoiler wegklappt und dann Raketen sozusagen freigelegt werden. Keine schlechte Figur. Sieht wirklich gut aus. Habe ich mir damals auch gekauft. Der Tisch wird wahrscheinlich voll und das wird auch sehr spaßig sein. Das alles, ja, ach, was soll's. Hier ist querbeet alles drin in dem Karton. Es ist nur ein Karton von wirklich vielen. Hier habe ich Scrap Metal, ein Scout, auch ein aus der Cybertron-Serie. Sieht gar nicht so schlecht aus. Wie so eine, ja, eine Echse, eine Ameise, Spinne. Auch nicht schlecht. Habe ich damals auch mitgenommen, als ich beim Einkaufen war, glaube ich. Toys R Us habe ich manchmal eine Zeit lang besucht, da habe ich ganze Movies leer gekauft. Die kannten mich da eine Zeit lang. Ach, willst du wieder neue Transformers-Figuren haben? Ne? Ich habe da welche. So, querbeet, ich greife was ein. Ich habe sogar jetzt hier was. Das ist aus der Robots in Disguise-Serie. Ja, verpackt mit so einer Metallbox. Sind auch unter den GoBots. Also sind unter dem Label GoBots bei Transformers rausgekommen. Haben nichts mit den GoBots Original zu tun. Auch nicht schlecht. Hier kann man sehen, welches es noch alles gibt. Die sind, wie gesagt, unter Robots in Disguise rausgekommen. Das Teil, glaube ich, hat mir mein Bruder mal aus, ja, hier ist ein chinesischer Aufkleber, wie oben sieht, aus Hongkong mitgebracht. Ist aber ein Original, ist also keine Fälschung. Nur weil es aus China ist, muss ich nicht immer, ich meine, die sind eh regulär dahergestellt worden, aber es gab die auch regulär zu kaufen und das ist eine offizielle Figur. Hier war wohl eine Kooperation mit Tiny Tins, die stellen diese Dosen her, da ist auch ein Aufkleber drin, die konnte man, oder Papier reingelegt, da wurden die dann reingelegt. Ja, auch keine schlechte Sache, aber auch, ja, ich habe keine wirkliche Verbindung. Ich nehme einfach von oben runter, auch eine sehr geile Figur von Transformers Armada Optimus Prime. Es gab ihn in mehreren Editionen hier, das ist jetzt diese Edition. Da ist er auch mit seinem Hänger, wie gesagt, verpackt, original. Ach, hier auch ein schönes Artwork. Echt toll. Der Aufkleber auch mit Unicron. Echt cool. Also, ja, eigentlich nicht schlecht. Aber auch nicht mein Prime. Also, das ist es ja gerade. Ich habe die Sachen gesammelt, aufgekauft oder gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich den im Laden. Ich habe ein, zwei online gekauft, weil ich ein bisschen zugeschlagen habe. Aber im Nachhinein, ja, hier konnte ich mir da nicht so viel anfangen. Aber hier ist eben halt dieses Minicon-System. Ähnlich wie bei Cybertron mit dem Schlüssel, der Minicon konnte eine Funktion freischalten bei Optimus Prime. Was ich nicht schlecht empfunden habe bei der Serie, teilweise konnten sich zwei Figuren in eine verwandeln. Also so ein Doppel-Combiner-System. Gar nicht so schlecht, es gibt richtig coole Figuren und ein paar coole Charaktere. Auch ein Videospiel dazu. Aber es ist nicht meine Serie. Ich habe sie geguckt, aber das war's auch. So, hier noch ein Klassiker. Leider ist das nicht im besten Zustand, der Karton, aber den habe ich damals auch so gekauft. Ramjet, das ist wirklich in Generations. Da waren sie wirklich im Stil wie G1. Hier ist er leider eingeknickt gewesen. Deswegen habe ich ihn auch, glaube ich, ausgedrückt. Ich habe ihn doppelt. Auch eine sehr seltene Figur mittlerweile. Auch toll. Weil der ist wirklich akkurat wie eine G1-Figur. Hier kann man auch sehen, kleines Fältchen, ihn als Figur sieht. Hat auch ein Rubbel-Logo drauf. Absolut klasse. Das war auch schon wieder so, dass er so wie eben die G1-Figur, der Ramjet aussieht, mit diesen Coneheads, diese Spitzköpfe, wie man so sagt. Eigentlich wirklich klasse. Es gab da einige großartige Figuren. Ich habe eine ganze Menge davon. Den habe ich als einzigen doppelt. Irgendwie. Und der ist sogar seltener. Also ich, das ist verrückt. Aber ich möchte auch den ja, verkaufen. Also in dem Sinne, der wird mich auch irgendwann verlassen. Hier habe ich nochmal einen Cybertron Hardtop. So
so ein kleiner Scout. Auch echt nicht schlecht. Sieht nicht schlecht aus. Ja, es ist halt auch interessant. Hier ist es offen. So das Plastik, das Bubble-Plastik endet hier. Das heißt, dass, wenn man falsch macht, dann rammt man da was rein. Also so, wenn man den Haken, wird jetzt aufgehängt hier und dann könnte man hier aus Versehen den Aufhänger reinhaben. Nicht schlecht, mit Kanone oben auf dem Dach. Kein schlechter Jeep. So, was haben wir hier noch drin? Es ist sehr voll, die Box. Auch eine Sache. Core Combiners. So eine Combiner-Set, wovon aber nur einer ein Transformer ist und der Rest sind nur Fahrzeuge. Keine schlechte Idee. Ihr könnt es sehen. Ich hatte noch mal einen zweiten, aber den habe ich mich auch schon von getrennt. Das ist Bombshock. Und das war dann eine komplette Cards-Version. Aber ich finde wirklich nicht schlecht. Ich fand die Idee nicht wirklich interessant. Aber auch nicht meine Serie. Meine Mädel, der Tisch wird gleich ganz voll werden. Ich habe hier so viel. So, was habe ich hier? Ein Beast Wars oder ein Beast Wars Transmetal 2. Optimus Minor. Es war so eine Mischung aus Insekt und Metal, also Metall. Ja, sie haben dieses kombiniert. Das Beast Wars System wurde ein bisschen erweitert. In den Cartoons, die wir gesehen haben, ging es nicht wirklich weiter. Ich muss jetzt mal sehen, es gab noch zwei Beast Wars Serien, die ich gar nicht kenne, die in Japan als Animationsserie wirklich wieder rein Zeichentrick gelaufen sind. Beast Wars 2 hieß die und Beast Wars Neo. Gibt es irgendwie auf DVD in Amerika inzwischen mit Untertiteln, habe ich mir noch nicht besorgt. Wollte ich mir aber gerne noch mal besorgen und angucken. Keine schlechte Sache. Auch nicht schlecht. Was habe ich hier noch? Ja, hier habe ich noch mehr. Ich habe noch zwei Transmetal. Hier ist Scarum. Eine Krabbe. Auch nicht schlecht. Hat irgendwas. Der Tisch wird voll. Ich werde, glaube ich, alles auch teilweise ein bisschen zustellen. Fotos kommen später noch, werden auch gemacht. Also, das könnt ihr sehen. Könnt ihr mir auch sagen, wie euch die gefallen. Vielleicht habt ihr auch eine Kindheitserinnerung damit. Hier habe ich noch ein Transmetal. Das ist Sonar. Auch nicht schlecht. Hier habe ich, glaube ich, mal ein Dreier-Set gekauft. Also alle drei zusammen. Preise habe ich gar nicht im Kopf. Also es sind auch zu Zeiten gewesen, wo die Sachen sehr, sehr günstig waren teilweise. Also kein Vergleich mit heute. Und teilweise habe ich sie auch, als die Serien beendet wurden, gekauft. Gerade bei Armada und Co. Da waren das so, ich habe einmal spontan und manchmal waren die dann gerade herabgesetzt. Ja, aber ist auch nicht mehr so der Fall. So, jetzt habe ich noch einen anderen Beast Wars. Mein letzter, glaube ich, der noch sealed ist. Ich habe nicht mehr so viele. Insecticon. Original. Hier oben Preissticker. Die hatten echt harte Preissticker damals bei mir drauf. Ich habe die hier im lokalen Shop gekauft. Und die haben dann immer diese... Ja, ihr kennt ja das, damit die Tür piepen, falls man sie klauen würde. Und das war, naja, nicht immer sehr schön. Das ist so ein richtiger Metalldinger. Und die haben die natürlich nicht auf so ein Plastik, sondern immer auf irgendwelche Sachen, meistens so auf die Gesichter auch. Und das machte gar keinen Spaß. Habe ich mir schon versucht, immer die besten rauszusuchen. Eigentlich ist es auch interessant, das ist ja, Transformers ist ja Hasbro und Takara. So, hier steht Kenner. Kenner Toys ist ja bekannt durch Star Wars. Die Star Wars Figuren waren Kenner. Ja, Transformers ist auch bei Kenner rausgekommen. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Figuren zum ersten Mal gesehen habe, dadurch, dass Kenner drauf stand, habe ich die nicht mit Transformers verbunden, als allererstes. Weil die Figuren habe ich etwas eher gesehen, als ich die Serie. Wir haben ja auch nur Staffel 1 in Deutsch bekommen. Staffel 3, 4 sind nie synchronisiert. Nee, 2 und 3 sind nie synchronisiert worden in Deutsch, gibt es nur im Englischen. Ich habe mir sie, glaube ich, aus Australien die Boxen gekauft oder vierte Staffel. Dann bin ich jetzt gerade im Zweifel. Dann gab es ja, die Nachfolgeserie war Beast Machines, zwei Staffeln. Die sind beide in Deutsch erschienen. Ja, so ist es manchmal. So, was habe ich hier noch Cooles? Ich habe richtig coole Sachen. Es wird auch voll deswegen. Hier nochmal einen zweiten, Robots in Disguise, auch aus China mitgebracht von meinem Bruder, auch ein Original. Das ist, wie heißt der überhaupt? Wie heißt der? Ironhide,
Ironhide. Schönes großes Autobahn-Logo auf dem Ganzen. Auch hier wieder Metall. Die sind, glaube ich, so gar nicht in Deutschland erschienen. Auch wenn hier Deutsch so mit in den Texten drin ist. Was habe ich nicht gesehen? Ich weiß, dass sie erschienen sind, aber ich glaube nicht mit dem Metallteil. Nicht schlecht. So, was haben wir hier noch in der Kiste? Jetzt kommt auch eine interessante Figur. Schock. Rutscht einmal aus der Hand, aber ist nichts passiert. Keine Delle, nichts. Razorclaw aus der Universe-Serie. Auch Box nie ausgepackt. Ich fand ihn damals cool, weil er auch so ein schönes Artwork da unten hatte, so ein bisschen klassisch. Hier seht ihr auch noch mal ein paar andere Transformers-Figuren von Beast Wars, die auch sehr selten sind, weil sie bei uns gar nicht so vertrieben wurden. Ich glaube, den habe ich auch mal online bis mir gekauft. Ein Fabelwesen, so ein Panther, der fliegen kann mit Kanonen. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber ja. Was soll ich dazu sagen? Manchmal sind die eben halt ein bisschen seltsam. So, weiter geht es. Noch. Hier habe ich noch einen Robots in Disguise. Auch wieder mit Metall, auch mitgebracht von meinem Bruder aus China. Leider ist die Ecke hier angeknickt, aber es war schon von Anfang an. Ich habe die immer sehr, sehr ordentlich verpackt, dass sie mir jetzt eben kurz aus der Hand geglitten ist, ist selten, hoffe ich. Hotshot. Hier nochmal alles zu sehen. Aber es ist ein Original, keine Fälschung. Auch wenn hier so ein China-Aufkleber drauf ist, weil es aus Hongkong ist. Die mussten das draufkleben, wie bei uns ja auch teilweise deutsche Warnhinweise, teilweise mit so einem Aufkleber, da wurde dann der Teil überklebt. Das ist ja manchmal so. So, 4 Figuren gibt es noch. 4 Stück. So, was nehme ich denn? Und zwar Inferno. In der Transformers Allspark Edition aus der Movie-Reihe ist auch, das ist aus der, das müsste Armada sein, weil hier ein Minicon zu sehen ist, oh, hinten drauf. Ich glaube, der ist auch anders koloriert. Ja, nicht schlecht. Aber wie gesagt, nicht meine Figur. Also das ist, ich habe so viel, deswegen zeige ich euch das. Ich habe erst überlegt, mache ich nur Fotos, aber warum nicht euch zeigen? Das ist immer das Interessanteste, wenn man so Figuren hat zum Zeigen. So, weiter geht es. Hier habe ich noch eine Figur. Das ist sogar eine exklusive Figur auch wieder aus der Allspark-Edition, aus der Transformers The Movie. Der, eigentlich ist das ein Transformer, zu dem, ja, zu dem Helikopter-Jet oder wie auch immer das Fahrzeug ist. Das kam ja im Movie mehrfach vor. Haben sie auch einen Transformer draus gemacht. Der sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Boah, hier ist es eingerissen. Habe ich damals nie gesehen. Ich habe die Dinger manchmal gekauft und heute begutachte ich die Sachen wesentlich besser. Hier oben auch eingedellt. Gib ehrlich zu, perfekt sieht anders aus. Sind aber noch boxed. Hier ist auch ein bisschen angerissen. Kann sein, dass es die einzige Figur auch war, die ich bekommen habe. Obwohl, nee, die habe ich, glaube ich, gar nicht von aus Deutschland. Ich war mal im Transformers Club. Das ist der, der ist hier angegeben. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Hier ist so ein Transformers Collectors Club. Der ist ein amerikanischer Club. Da war ich mal Mitglied, eine Zeit lang. Und dann konnte ich mir Transformers Figuren bestellen. Und genau, den habe ich mir aus Amerika bestellt, weil der hier nicht zu finden war. Und die hatten so ein bisschen zweite Wahl und das waren halt ein bisschen angeditscht und dadurch waren die billiger und da habe ich mal zugeschlagen. Die Figur selbst ist heil, die Box leider ein bisschen angeschlagen, aber keine schlechte Idee. Ich mag diese Art Figur, bin aber kein Bayformers Fan, wie man ja auch die sagt, deswegen wird mich das verlassen. So, ich habe noch vorletzter Thundercracker. Auch aus den Movies. Glaube ich, eine andere Version von Starscream aus dem Movie. Ein bisschen Gesicht leicht verändert oder verkoloriert. Ich müsste jetzt vergleichen, aber da ich den nicht mehr habe. Der ist top. Der ist absolut top. Auch die Box, sehr, sehr schön. Den habe ich auch hier in Deutschland gekauft. Automorph Technology. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. So,
Der letzte ist ein Transformers Armada. Wer ist der überhaupt? Scavenger. Auch mit seinem Minicon. Auch wirklich nicht schlecht. Auch eine der Hauptfiguren, glaube ich, in der Serie. Ja. Gar nicht so schlecht. Ganz schön riesig. Ist mir nie so aufgefallen, wie riesig die eigentlich sind. Im Vergleich zu G1 teilweise echt gewaltig groß. Wahnsinn. Ja. Nochmal zeigen. Wahnsinn. Ihr seht, der Tisch ist randvoll. Das ist eine Kiste von vielen. Ich habe wirklich eine ganze Reihe. Ich zeige euch die einfach. Ich werde mich auch von den ganzen, möchte ich mich trennen. Ich möchte die investieren, wenn ich mich getrennt habe davon, in G1, Battle Beasts. So ein bisschen das, was mir so ein bisschen mehr in der Sammlung von Transformers am Herzen liegt. Weil da, das war viel versucht, das G1-Feeling wiederzukriegen. Das ist nicht wirklich hundertprozentig rübergeschwappt. Aber es sind absolut coole Figuren dabei. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, das war's für dieses Video. Ein Blick in meine Sammlung von Transformers. Ungewöhnliche Stücke dabei. Habt ihr welche davon gehabt? Schreibt es in die Kommentare. Liked das Video. Abonniert mich, falls ihr noch mehr hören wollt. Stellt eine Frage, ob ich vielleicht eine Figur habe, die besonders zeigen soll. Ja, und schreibt mich gern an, wenn jemand von euch sich dafür interessiert. Warum nicht? Könnt ihr gerne machen. Das war's für diesmal. Euer Sascha.